So, wir sind jetzt hier auf der Kamenzer Straße, in den vornehmen Hallen der Gegenbewegung. Und hier ist der Herr, wie heißt es? Hagen Müller. Der Herr Hagen, der Herr Müller. Und was machen Sie hier? Sie organisieren und ja, klären auf? Also das ist hier das Büro der Initiative. Und da ist faktisch jeden Tag der Laden einige Stunden geöffnet. Mhm. Da kann man Material abholen. Mhm. Und hier treffen wir auch dann die Mitstreiter ein, die sich abstimmen wollen oder so. Aha. Aber es ist mehr so. Ich habe gehört, irgendwelche Leute wollen mit Zelten die Elbwiesen besetzen. Darüber ist mir persönlich nicht bekannt. Echt? Nee. Mhm. Was halten Sie davon, was würden Sie dazu sagen, wenn das passieren würde? Da muss man sich das erstmal angucken, mit welchen Argumenten die Leute da arbeiten. Weil ich kenne davon jetzt gar nichts. Mhm. Mhm. Okay, gut. Und auf die Elbwiesen hinsetzen kann man sich ja, ne? Ach so, ja, stimmt. Aber ich Zelt wäre nicht okay. Picknick machen oder so. Aber Zelt wäre nicht okay. Wie bitte? Ein Zelt wäre nicht okay, wenn die Leute dann auf der Elbwiesen schlafen. Dazu bin ich jetzt überfragt. Ich nehme an, dass die Stadt das nicht, dass der Stadt das nicht gefällt, wenn auf der Elbwiese Zelte stehen. Das ist nicht erlaubt. Ja, na die Stadt ja, ne? Die Stadt baut ja auch die Brücke, ne? Ja, das ist eben das Problem. Kennen Sie den Spruch, wir ernten, was wir säen? Ja. Ich weiß aber nicht, wie die Früchte der Waldschützenbrücke aussehen sollen. Können Sie sich einen Kompromiss vorstellen von einem Tunnel und einer filigranen Fußgänger- und Radfahrerbrücke? Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Für meine Begriffe ist der Tunnel selber ja schon ein Kompromiss. Ja. Denn vorher ging es ja immer darum, eine Brücke oder gar nichts. Und dann haben die Brückengegner oder eine größere Anzahl sich verständigt und haben gesagt, wenn, dann... Kann die Politik eigentlich froh sein, damit das Welterbe erhalten bleibt? Kann die Politik da eigentlich froh sein, dass die Leute sich selbst irgendwie organisieren und Gedanken machen? Aber das ist nicht so schön, wenn die Bürger selber Ideen haben, oder? Wer ist die Politik? Es gibt Politiker, die sind überhaupt nicht, denen gefällt das überhaupt nicht, das sieht man ja, wie die Brückengegner sozusagen, wie die diffamiert werden. Ja. Ganz voran vor einigen Wochen durch den Herrn Justizminister in Sachsen als Dschihadisten bezeichnet werden. Als was? Als Dschihadisten. Dschihad. Naja, der Dschihad ist also ja... Also denen scheint das nicht zu gefallen noch. Dschihad im eigentlichen Sinne ist ja der Heilige Krieg im Inneren, ja? Ja, also das ist das halt jeder an sich deshalb selbst arbeitet. Deshalb ist mir klar, dass dieser Mensch gar nicht weiß, wovon er spricht, wenn er so ein Wort benutzt. Na, wir sind ja wirklich Dschihadisten. Das stimmt ja auch. Ja, am Ende. Friedliche Krieger, die versuchen, die Welt zu verbessern, ja, sich selbst. Ja, aber in der maßgeblichen Öffentlichkeit wird das Wort ja ganz anders gebraucht. Diffamierend. Ja, ja. Es gibt viele Worte, die... So, und in diesem Sinne hat er das auch gebraucht, meiner Auffassung. Hexen galten ja auch sehr lange als negativ. Ja. Dankeschön.